Herzlich willkommen zur 110. Folge hier zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind in der zweiten Erweiterung, das Schicksal von Atlantis. Und wir sind jetzt mittlerweile in der Episode 2 von 3. Ja, und die neue Karte sieht so ungefähr aus, hat hier anscheinend nur 3 bis 4 Gebiete, also eigentlich 3 große und noch so ein kleines, wo wir jetzt gerade sind. Ja, und wir wurden hier gerade so ausgespuckt. Wir kennen die Gegend noch gar nicht. Und damit wir jetzt erstmal ein bisschen die Gegend kennenlernen, würde ich sagen, wir spielen jetzt diese Mission hier als nächstes, die ich dann noch ankündigen werde. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Sieht schon alles ein bisschen gruseliger aus. Hier fliegt auch ein Geist. Alles düsterer. Ikarus. Ubisoft präsentiert Das Schicksal von Atlantis, Episode 2, die Hadesqualen. Ja, und schon sind wir in dieser Welt eingetaucht. In dieser neuen, wunderschönen, gruseligen Welt. So ein bisschen alles Stimmung. Ja, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Und damit spielen wir jetzt auch die nächste Quest. Und die nächste Quest lautet des Fährmanns Lohn nach dem Tod des Kerberos. Kerberos ist das Leben von Charon, den Fährmann des Hades, ziemlich kompliziert geworden. Um den Gott der Unterwelt gnädig zu stimmen, war Alexios damit beauftragt worden, Charon bei der Wiederherstellung der Normalität behilflich zu sein. Ja, hier ist ja nichts alles normal. Oder, na gut, vielleicht doch schon. In dieser Welt ist wahrscheinlich alles so ein bisschen staubig, stickig. Naja, ich habe ein dreiköpfiges Monster erschlagen. Hades hat mich angebrüllt. Und jetzt gehe ich gerade zum Fährmann der Unterwelt rüber. Und wie war deine Sohn? Ja. Also erstmal ein paar gute Dialoge am Anfang der Episode 2. Und ja, die Welt sieht ein bisschen komisch aus. Die Menschen laufen mit dem Kopf nach unten. Hier gibt es eine riesige Schlange. Wie bei einem Supermarkt, wo es kaum noch Klopapier gibt. Wie zu Corona-Zeiten. Sprich mit Charon. Und die Zwischensequenz kann losgehen. Bist du der Fährmann? Ja, und ich habe viel zu tun. Irgendwer muss dir unbedingt die Torwächter töten. Jetzt stecke ich bis zum Hals in Neuankömmlingen. Also wenn dich nicht gerade ein Gott geschickt hat, um hier alle Löcher zu stopfen und aufzuräumen, habe ich gerade wirklich keine Zeit für dich. Ja, Hades hat mich geschickt oder du bist anders, als ich dich mir vorgestellt habe. Ich sag's einfach mal konkret. Wie es der Zufall so will, hat Hades mich geschickt. Was hat so ein prächtiger, lebender Sterblicher getan, um beim Gott der Unterwelt in der Schuld zu stehen? Es könnte sein, dass ich den Kerberos getötet habe. Kannst auch so sehen, und selbstverständlich. Und jetzt, da Hades großer Hund tot ist, haben sich überall in der Unterwelt Risse aufgetan. Meine Passagiere werden von den Gefangenen des Tartaros und von seinen kleinen Hunden angegriffen. Hör zu, ich muss 4 Wächter finden, um die Tore zu beschützen und die Risse zu schließen. Hades sagte, du brauchst Hilfe. Unfassbar. Er schickt einen Fleischling durch die Unterwelt, um ein Problem zu beheben, das nur Tote lösen können. Das nur Tote lösen kann. Deswegen habe ich mich im Kampf gegen sie so schwach gefühlt. Der letzte Fleischling, der für Hades gearbeitet hat, trug eine spezielle Rüstung.
aber er wurde in Stücke gerissen. Sie ist jetzt überall in Hadesreich verteilt. Meine Mutter sagte, dass mein Weg steinig wird. Aber auf so etwas hier war ich nicht vorbereitet. Um 4 der Rüstungsteile zu erlangen, wirst du gegen reichlich rachsüchtige Krieger kämpfen müssen. Der 5. Teil, die Kampfhandschuhe, gilt als verschollen. Du machst das schon. Was ist so besonders an dieser Rüstung? Und was ist an dieser Rüstung so besonders? Sie wurde auf dem Bronze-Amboss geschmiedet, der in den Tartaros fiel. Sie ermöglicht Fleischlingen wie dir, Dinge zu sehen und Orte zu betreten, die dir verwehrt sein sollten. Davon hat Hades natürlich nichts gesagt. Er war noch nie sehr gesprächig. Alles klar. Wer sind die Gefangenen des Tartaros? Du sprachst wohin von Gefangenen? Die schlimmsten Gestalten der Unterwelt werden im Tartaros gefangen gehalten. Tartaros. Viele von ihnen sind durch die Risse entkommen und stellen jetzt eine Gefahr für uns hart arbeitende, leidenschaftliche Seelen dar. Was meinst du mit kleine Hunde? Was genau hast du gemeint, als du von kleinen Hunden sprachst? Die Hunde des Hades. Garstige kleine Geschöpfe, die den verlorenen Seelen hinterherjagen, die nicht von meiner Wenigkeit über den Styx gebracht wurden. Es ist höchste Zeit, an der Arbeit zu gehen. Es ist höchste Zeit, hier wieder Ordnung zu schaffen. Du musst dir nur eine Rüstung beschaffen, zornige Krieger besiegen und 4 Wächter finden, die die Unterwelt beschützen. Klar. Da du hier neu bist, will ich dir einen Rat geben. Der leblose Teich, das ewige Schlachtfeld und der Palast des Hades wären gute Orte, um anzufangen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, hätte ich auch noch eine Aufgabe für dich. Also wir hören, es ist allerhand Missionen, die wir hier machen müssen. Und die werden wir jetzt auch bekommen. Das war ja zumindest die Quest des Fährmanns Lohn. So, und hier sind die besagten mehrere Quests. Wir schauen uns das jetzt mal gemütlich an. Ja, die Karte haben wir jetzt damit auch ein bisschen freigeschaltet, sehe ich gerade. Ein bisschen mehr ersichtlich. Gibt es einige unentdeckte Orte. Hier gibt es einen Schmied. Auch hier wieder die hebende Flügel des Hermes und die senkende Flügel. Aber es geht noch. Ist relativ übersichtlich. Hier gibt es einige Missionen. Da müssen wir ein bisschen gucken, was wir so als nächstes machen. Hier haben wir eine bekommen. Hinter dem Schleier sammle alle Teile der Rüstung der Gefallenen. Finde und beschaffe die Erkenntnisse des Hüters. Und besiege die 4 gefallenen Wächter des Hades und rekrutiere sie. Also eigentlich alles Missionen, die man so nach und nach machen kann. Stelle ich gerade fest. Ja, da würde ich erstmal sagen, wir laufen ein bisschen rum. Lernen ein bisschen die Gegend kennen und gehen erstmal hier zu diesem unentdeckten Ort und dann werden wir wahrscheinlich hier in den Süden gehen und ja, einfach mal diese Quest erfüllen. Naja, das ist wie halt so ein bisschen in der Hölle. Wer Diablo kennt, der weiß auch, dass ja, das so aussehen kann. Alles so ein bisschen funkig, stickig, trüb, aber gut, welches Spiel, was hier so ein bisschen die Unterwelt zeigt, hat nicht so in Stil. Hier hinten sieht man auch einen Vulkan oder sowas, also irgendwas, was da Asche in die Luft spuckt. Ist auf jeden Fall ein ganz anderer Stil. Alles irgendwie etwas bedrückender. Und wir gehen zu unserem ersten unentdeckten Ort, den wir jetzt entdeckt haben. Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Also hier gibt es auch Tartaros Riss Siegel. Die soll ich ja alle versiegeln. Und hier gibt es 2 Schätze. Wir schauen uns das einfach mal an. Also da oben ist anscheinend ein Riss und ein Schatz. Hier gibt es dann die dazugehörigen Menschen oder was auch immer.
Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich schnellstens zum Riss gehen, ne? Ansonsten könnten wir die ja gar nicht töten. Weil hier haben wir jetzt einen. Aber die sind ja alle nicht, glaube ich zumindest jetzt, angreifbar. Das ist doof. Das ist wirklich halt so ein Element im Spiel, was ein bisschen in die Suppe spuckt. Zumindest da hinten ist ein Riss. Da gehen wir jetzt hin. So, und damit wären wir jetzt wahrscheinlich in der Lage, die dort kalt zu machen. Ich habe jetzt mal diese neue Fähigkeit eingesetzt. Aber hier sind auch nicht alle angreifbar. Und schon bin ich tot. Zumindest so gut wie. Wow. Also das ist schon heftig, muss ich sagen. Man hat ja wirklich nur die Hälfte des Lebens, sobald man den Riss betritt. Das ist dann, ja, schon alleine ist das dann eine Schwierigkeit. Und dann kommt ja noch das Ganze, dass das generell, dass man die ja nicht angreifen kann, solange der Riss halt noch nicht betreten wurde. Also hier gibt es einen Riss und da gibt es einen Riss. Ich weiß nicht, wie wir das am schlausten machen. Also ich bin noch momentan am Überlegen. Kann man eigentlich zwei Risse hintereinander betreten? Nein, oder? So einfach werden sie uns das nicht machen. Ich versuche noch ein bisschen hier mit Icarus was zu erspähen. Also hier war noch ein Schatz. Man sieht ja, die haben ja so ein komisches Symbol da. So gestrichelt. Durchgestrichenes gelbes Zeug. Ich gehe jetzt einfach mal schnell hier hin. So, und damit können wir jetzt den kalt machen. Ohne Probleme. Ja, wir fangen einfach mal komplett anders an und dann klappt es auch. So, hier haben wir den Schatz. Aber ich glaube, wir haben keinen Zeitdruck, ne? Also, wir haben zwar den Riss betreten, aber ich glaube, wir haben überhaupt keinen Zeitdruck aktuell. Also, am schlauesten wäre es natürlich, alle hier zu erledigen. Echt abenteuerlich. Oh, hier kommt ein Unbesiegbarer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, also den Einriss haben wir versiegelt anscheinend, weil wir ja, die einfach kalt gemacht haben. Und jetzt gehe ich schnell zum anderen Siegel. Und dann können wir eigentlich schon wieder starten. Stürzen jedes Mal runter, aber selber schuld, wenn die hier auf die Mauer gehen. Hm.
Also es ist schon auf jeden Fall schwieriger, das kann man so sagen, weil man hat ja nur noch die Hälfte des Lebens. Es geht jetzt wesentlich flotter, das Ableben. So, und hier haben wir noch jemanden. Und auch der nächste Riss wurde versiegelt. Und man kriegt anscheinend jedes Mal pro Rissversiegelung einen Fähigkeitspunkt. Also wieder mal werden hier Fähigkeitspunkte hinterher geschmissen. Man weiß gar nicht wohin. Also wer noch gerne was geskillt haben möchte, der sollte sich unbedingt die zweite Erweiterung holen. Hier wird man so zugeballert, aber so richtig hardcore. So, jetzt kommt irgendwas Neues. Tartaros-Schleier. Die Tartaros-Schleier verhindern, dass Lebende die Tore zwischen den Reichen der Unterwelt passieren können. Nur wer die Rüstung der Gefallenen trägt, kann sie lebendig durchqueren. Das heißt, wir können hier nicht rein. Kurz gesagt, wir können hier einfach nicht rein. Also, es ist anscheinend noch zu früh, hierher zu kommen. Auch wenn es doof klingt, es ist anscheinend tatsächlich so. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich hier irgendwie anders zum Schatz kommen würde. Oh, sieht schlecht aus. Ja, also mein erster Umweg, einfach mal so in verlorenen Tempel zu machen, ist somit nicht geglückt. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal im Norden und holen diesen Ort. Ja, also ich muss mich erstmal hier ein bisschen einfinden und wohlfühlen. Das ist ein bisschen schwierig, weil hier doch einige andere Regeln gelten. Erstmal die Schnellreisepunkte holen ist natürlich immer am allerklügsten, damit man dann in der nächsten Zeit auch schnell hin und her reisen kann. Hier gibt es anscheinend so eine hebende Flügel-Dingens. Frage ich mich bloß, ob man da wirklich... Ja, da kommt man hin. Also wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis wir hier natürlich alles unter Kontrolle haben. So, das war wieder so eine Teleporter, den es natürlich schon in der Episode 1 gab. Nur alles ein etwas düsterer. Hier haben wir eine neue Gegend. Oh je. Geht's nicht hoch. So, und hier hoffe ich jetzt mal, dass wir den Schnellreisepunkt schnell holen können. So ein tolles Monument. Oh, oh. Und da kann man anscheinend nicht überall hochkraxeln, so wie es aussieht. Ah, es ist hier... Irgendwas ist hier blöd. Also, es ist anscheinend nicht so einfach. Hier gibt es Eigenschaften. Da freut man sich nicht drauf. Das heißt, hier ist das schon ein bisschen aufwendiger, hier überhaupt hochzugehen. Also früher bei den alten Assassin's Creed-Teilen hatte man das auch schon bereits, dass man hier oder dass man bestimmte Gebäude nur in einer bestimmten Reihenfolge hochgehen konnte. Das haben die dann, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, mit Assassin's Creed Unity haben die das so ziemlich aufgehoben, alles. Dass man überall hochklettern kann, quasi. Hm, hier ist es gerade so auch in der Art. Das ist jetzt unser erster Schnellreisepunkt hier. Und keine Melodie großartig. Hm.
Ist ein bisschen komisch. Aber das war ja unser erster Schnellreisepunkt. Und ihr seht, es ist so dicht hier alles. Der Nebel. Die Partikel sind ja Wahnsinn. Ja. Und hier gibt es noch weitere unentdeckte Orte. Ich weiß gar nicht, ob das sich jetzt lohnt, da vorbeizugucken, weil wir hatten ja schon jetzt unseren ersten Dämpfer hier. Wir können ja mal so tun, als ob. Und wenn wir merken, ah, das ist auch wieder so ein Mist, dann lassen wir es einfach. Sieht aus wie eine Höhle. Und ist auch eine. Altes Temenos. Hier gibt es auch Risse und Schätze. Und wie immer versuche ich vor der Höhle nochmal rauszufinden, wo genau die sind. Aber Icarus zeigt mir jetzt irgendwas von dort hinten. Das interessiert mich jetzt nicht so. Na gut, wir müssen rein. Alles echt ziemlich vernebelt. Hier freut sich keiner mich zu sehen. Aha, das heißt, hier gibt's Wachen. Aber gut, wenn es hier Risse gibt, ist es ja auch logisch, dass es hier Wachen gibt. So, also wir gehen jetzt erstmal hier lang. Der Riss. So, damit können wir wieder Schaden anrichten. Erinnert mich jetzt alles ein bisschen an Prince of Persia. So ein bisschen, ne? Der ganze Stil, ganze Look und so. Also es ist wirklich gerade sehr, sehr ähnlich. Die Gegner sind schon ein bisschen anders als, sage ich jetzt mal, die standardnormalen Gegner. Schon alleine halt natürlich, dass man die ja nur angreifen kann, wenn man da diesen Riss betreten hat. Aber auch so vom ganzen Stil. Also das sind jetzt keine großartigen Kämpfer. Jetzt natürlich ein bisschen hier mit meinem tollen Adlerauge oder was das ist hier, so eine Sicht rumzuprobieren, denn wir müssen ja gucken, wo hier noch ein paar Schätze sind. Und mit Icarus kommen wir hier auch nicht so weit. Das ist nicht verfügbar. Da habe ich ein bisschen zu kurz drauf gedrückt. Das ist halt immer das Problem mit der doppelten Dreifachbelegung der Tasten hier. Da wählt man auch manchmal Sachen aus, die man gerne auswählen wollte. Also wirklich eine sehr große Höhle, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Hier ist schon mal ein Schatz. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir sind schon mal gut. So, das
Das andere sind ja alles nur so Kleinviehzeug. Das müssen wir nicht unbedingt alles auf Krampf holen. So, hier gibt es auf jeden Fall Gegner. Also hier gibt es einen Riss. Und der Riss ist dort hinten. Halber Wikinger hier. Ja? Der hatte auch so ein Hörnchen hier. Schon mal ein Hinweis auf Assassin's Creed Valhalla, was? Würde ich mal sagen. Oh Gott, des Gottes Willen. Uiuiui. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Also, die sind nicht sonderlich. Die haben keine sonderlichen Fähigkeiten, aber wenn die einmal angreifen, dann greifen die stark an. Und Problem ist, man hat halt so wenig Leben. Da kommt schon jemand. Ach, das war dumm. Aber wir haben ja gleich noch ein paar Pfeile. So. Auch dieser Riss wurde versiegelt und wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Unglaublich, wie die jetzt hinterhergeschmissen werden. Das war ja schon bei der Episode 1 ja schon extrem krass von der zweiten Erweiterung hier. Wie die ganzen Fähigkeitspunkte hinterhergeschmissen wurden. Das war ja extrem heftig. Und jetzt setzt das quasi fort. Von hier sind wir gekommen. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Hier geht's irgendwie... Ach so, hier war diese Treppe. Hier sind wir dann zum Riss runter. Wir brauchen ja noch unbedingt einen Schatz. Da hinten scheint er zu sein. Es ist lila. Alles ein bisschen düster. So. Damit hätten wir auch das geschafft, würde ich sagen. Diesen Ort, zumindest altes Temenos, was auch immer. Hier gibt es welche, die kann man so angreifen. Überraschend. Überraschend anders. Man kann auch mal so welche angreifen. So, und da sind wir jetzt, denke ich mal, auch langsam wieder hier raus. Was wir jetzt noch machen können, so nebenbei, während ich hier spiele, das müsste ich echt mal machen, deswegen sage ich das jetzt, ist nämlich Folgendes. Es gibt ja noch im Hauptspiel eigentlich so eine wunderschöne eine Trophäe halt, ne? Und die besagt, man soll ja doch mit jeder Waffe noch einen richtig starken Angriff legen. Und das können wir jetzt mal auch mal so ab und zu machen. Deswegen versuche ich jetzt jede Waffenart, die es gibt, jetzt einzusetzen. So, und hier sehe ich gerade, hier geht es gar nicht weiter, oder? Hier ist ja so eine Art Knast. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Na toll. Ja, warte mal kurz. Können wir hier eine Schnellreise machen? Weil jetzt hier raus nochmal aus der Höhle habe ich auch keine Lust. Da machen wir lieber mal eine Schnellreise. Ja, jetzt haben wir ein bisschen schon die Welt erkundet. Ich würde jetzt langsam, aber sicher, in der Richtung einer Quest gehen wollen.
Bevor wir das aber machen, würde ich da zum nächsten unentdeckten Ort schreiten, damit wir auch hier mal schnell reisen können. Also müssen wir jetzt ca. 1000 Meter noch hinter uns bringen. Und dann schauen wir mal, welche Quest wir eigentlich spielen können als nächstes. Damit wir hier mal ein bisschen auch vorankommen. Ich weiß echt gar nicht, wohin mit den ganzen Fähigkeitspunkten. Da muss ich mir noch einen Schlachtplan machen. Ich frage mich, ob ich hier mein Pferd holen kann. Zumindest pfeift er und das Symbol ist da. Ja, hier ist mein Pferd. Das funktioniert auch. Aber hier ist es wirklich so dicht mit diesem Nebel und diesen Glutfunken. Also da konnten sie ziemlich an Weitsicht sparen, sage ich jetzt mal. Das, was beim Elysion natürlich extrem krass war, die Weitsicht ist hier natürlich sehr eingeschränkt. Aber auch nur so gebietsweise. Okay, irgendwelche Hunde wollten mich angreifen, so wie es klang. Ella! Gehen wir mal hier hoch. Hier gibt es ja schon extra so eine Teleporter. So, und hier ist anscheinend eine Stadt. Ne? Das ist so stadtmäßig hier. Aha, aha, aha. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal. Palast des Hades. Ach so, das ist der Palast von den lieben Burschen, den wir ja schon kennengelernt haben. Und natürlich ist es hier blutrot. Und das müssen die entflohenen Gefangenen des Tartaros sein. Ich habe keine. Okay, warum kämpfen wir jetzt eigentlich? Gibt es da jetzt einen Grund? Persephone aus Marmor. Ah. Die gibt es ja auch. Und die schießen mich hier ab, die Arschgeier. Warum sind die so aggressiv eigentlich? Das sind Arschleute hier. Okay, also irgendwas ist hier. Das ist anscheinend eine Quest, die wir hier machen. Das ist echt sehr komisch. Also das Aufleben der Toten, glaube ich, heißt das hier, ne? Charon hatte erwähnt, dass der Palast des Hades ausgezeichnet dafür geeignet sei, einiges von dem Chaos wieder gut zu machen, das Alexios in der Unterwelt angerichtet hatte. Dort traf er auf einen unerwarteten Verbündeten, der ihm dabei helfen würde. Ich soll jetzt den Palast verteidigen. Wir sind ja hier zufälligerweise jetzt hierher gestürmt. Ich wollte eigentlich nur den Aussichtspunkt genießen. Nein, genießen nicht, aber ich wollte eigentlich nur den Aussichtspunkt und jetzt bin ich mitten im Kampf. Wir machen jetzt diese drei oder zwei Leute kalt, aber die machen schon Schaden. Das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die vom Streichelzoo entstammen. Die können ein bisschen Aua machen. Und dann gibt es noch eine Person, weil wir sollten ja drei ausschalten. Die eine ist hier irgendwo hinten. Er kommt, um uns vor den Gefangenen des Tartaros zu
okay. Oder vielleicht gibt es mehr als drei. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das ist ja hier. Also irgendwie, ja, komme ich hier noch nicht so ganz richtig klar. Oder sind das quasi solche Wellen, die man hier kalt machen muss? Das kann auch sein, dass das so eine Art Wellen sind. Auf jeden Fall verteidigen wir jetzt erstmal das Gebiet hier. Mit Pfeil und Bogen geht es am besten, ohne dass man Schaden nimmt. Hier ist noch jemand. So, also ja, das geht hier anscheinend eher um Wellen. Das war die Welle 2. Da hinten ist noch was. Ja, scheiß drauf, wir gehen hier einfach nach unten. Damit hätten wir die aufgehalten. Alexios? Ich traue meinen Augen nicht. Elpenor? Die Mäuren zeigen also doch noch Gnade. Oh, Söldner, wie ich darauf gewartet habe, dich zu sehen. Lustig. Du bist der Letzte, den ich gerade sehen will. Das verstehe ich. Wir gingen nicht gerade freundschaftlich auseinander. Ich sollte meinen Vater töten und dann wolltest du mich töten. Was mir jetzt auch leid tut. Sehr leid. Dass die Unterwelt nun so im Chaos versinkt, hat mir vor Augen geführt, wie falsch das war. Ja, Elpenor, den kennen wir schon vom Hauptspiel, falls ihr das verpasst habt. Oh Gott, ich weiß nicht welche Folge, aber es war relativ am Anfang. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ja, beweise mir, dass du dich gerne hast. Schluss mit dem Gerede. Wenn ich dir wieder vertrauen soll, dann müssen deine Taten für dich sprechen. Selbstverständlich, genau. Das ist nur gerecht. Was für ein Chaos. Elpenor, ich erwarte, dass hier aufgeräumt wird. Selbstverständlich, Hades. Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir eine dauerhafte Lösung für die Angriffe des Hökers überlegen. Der Höker ist auch hier? Er ist dem Tartaros entflohen. Er setzt die Arbeit des Kults fort und rekrutiert andere entflohene Gefangene, die durch die Risse kommen. Ich habe sie gesehen. Wir verstehen es zu kämpfen. Wir haben einen von ihnen gefangen, aber er will uns nicht verraten, wo der Höker sich versteckt. Vielleicht sollten wir ihm drohen. Wie kommst du darauf, dass ich dir helfe? Ich habe einen guten Draht zu Hades. Du brauchst ihn, um mehr über den Stab zu erfahren. Wenn du mir hilfst, hilfst du auch Hades, und das wird er zu schätzen wissen. Und ich natürlich auch. Na gut. Aber ich mache das nur für mich. Mhm. Bei Zeus, nicht du schon wieder, Elpenor. Ich habe genug von deinem rückgratlosen Getue gehört, dass es für zwei Leben reicht. Wollen wir guter Kopf, böser Kopf spielen? Dann sind wir wohl Gleichgesinnte. Ich kann Elpenor auch nicht ausstehen. Ihr zwei scheint mir freundschaftlich zugeneigt. Ich bin dafür verantwortlich, dass er überhaupt hier unten ist. Er verrät den Höker und seine Sache. Wenn du mir sagst, wo der Höker sich versteckt, liefere ich ihm Elpenor höchstpersönlich aus. Ja, ja, ist ja gut. Wenn ihr dann die Klappe haltet, er versteckt sich im verlorenen Tempel der Nyx. Ihr habt ohnehin keine Chance gegen ihn. Höchst interessant. Ich verfolge den Höker, seit die Risse aufgetaucht sind. Aber es gibt ein Problem. Der verlorene Tempel der Nyx ist hinter dem Schleier. Dem Schleier? Seit Kerberos tot ist, hat er sich in die Unterwelt ausgeweitet. Der Schleier des Tartaros wurde erschaffen, um lebende Sterbliche fernzuhalten, damit nur die Unrettbaren das Gefängnis der Niederträchtigen betreten können.
Dann wirst du ja kein Problem haben, hineinzukommen. Aber Charon sagte, ich bräuchte eine Rüstung. Ja, die Rüstung der Gefallenen. Du hast Glück, ich kann dir helfen. So können wir zusammen das Versteck des Hökers infiltrieren. Warum müsst du mitkommen? Willst du also, dass wir das Versteck zusammenstürmen? So ist es. Seite an Seite mit der Adlerlegende kämpfen. Wer würde das nicht wollen? Außerdem kann ich dir so beweisen, dass ich mich wirklich verändert habe. Finden wir die Rüstung. Charon hat gesagt, dass vier der Rüstungsteile von den Gefallenen bewacht werden. Aber dass die Kampfhandschuhe als verschollen gelten. Charon verwechselt gern verschollen mit verlegt. Keine Sorge, ich helfe dir, die Kampfhandschuhe zu finden. Wir treffen uns bei der Schatzkammer des Kronos. Sehr komische Quest gewesen, aber das war das Aufleben der Toten. Und wir sind Stufe 74. Damit auch wieder einen Fähigkeitspunkt mehr. Weiß nicht, wohin wir den Zeug, aber ja. Sehr schön, danke. Ja, und auch eine neue Quest. Wie soll es auch anders sein? Verloren und gefunden. Willkommen in der Unterwelt. Das sind diese verschiedenen Sachen, die es hier gibt. Ich wollte eigentlich, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, hierhin. Ich wollte eigentlich den Schnellreisepunkt holen, damit wir dann in Zukunft auch hier schnell herkommen können. Ohne dass wir wieder 1000 Meter laufen müssen, zum Beispiel. Deswegen gehen wir jetzt erstmal schnurstracks wieder zu der Persephone aus Marmor. Und holen uns diesen wunderschönen Punkt. Und hier ist ja tatsächlich, glaube ich, Blut drin. Es wird kein Wein sein. Und erneut klettern wir hoch. Also wir waren ja schon hier oben, aber leider Gottes konnten wir es nicht einnehmen, da man natürlich immer anonym sein muss. Und wir schauen uns ein bisschen die Gegend an. Ein bisschen hat das was von Mittelerde, ne? Also so ein bisschen hier alles so stickig, dunkel, Vulkan irgendwie hier hinten. Ein bisschen Licht dort bricht raus aus den Wolken und so. Dieser Stil kommt mir doch sehr bekannt vor. Da haben sie sich ein bisschen inspirieren lassen, glaube ich. Ja, gut. Das war zumindest jetzt, ich glaube, das sind auch die einzigen zwei Schnellreisepunkte, die es hier so gibt. Ja, war gut, dass wir jetzt die Quest auf jeden Fall angenommen haben. Und wir waren ja auch, also die haben ja über diesen Ort hier geredet. Wir konnten ja quasi hier gar nicht weitergehen. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Das kriegt man natürlich erst im Nachhinein alles mit. Ja, also hier kann man viel sammeln, hier kann man viel beschaffen. Und hier kann man viel auch töten. Aber hier gibt es auch immer wieder eine kleine Quest, sage ich jetzt mal, die man noch machen kann. Ich gucke mir jetzt aber erstmal hier die Waffen durch. Ja, und Fähigkeiten. Also ich weiß echt nicht, wo ich da jetzt noch investieren soll an Fähigkeiten. Ich könnte natürlich einfach alles hochleveln, ohne Sinn und Verstand, aber... Man kann auch natürlich auch hier einen zweiten Fähigkeitsbaum gehen und da noch einiges hochleveln. Können wir ja zum Beispiel machen. Also wir haben ja jetzt das Problem derzeit, dass ja doch relativ wir viel in die Risse reingehen und wir nur die Hälfte des Lebens dann haben. Das Problem ist halt, Hälfte des Lebens zu haben, ist halt nicht sonderlich geil. Ne? Was kann man dagegen machen? Ich hatte ja damals schon im Hauptspiel versucht, hier in den zweiten Fähigkeitsbaum hier Gesundheit und Gesamtrüstungswert hochzuleveln. Und wir können ja mal da ein paar Punkte investieren, also 15,2 zu 16 und 45,6 zu 48. Das ist ja schon mal ein bisschen mehr. Wir halten da jetzt also ein bisschen mehr aus. Hier gibt es noch ganz viele andere Sachen. Aber für mich war immer Gesundheit und Gesamtrüstungswert immer am allerwichtigsten.
Die anderen Fähigkeiten, die sind wirklich nicht so, wo ich jetzt sage, oh geil. Die Fähigkeit brauchen wir jetzt. Also irgendwie nicht. Wir haben jetzt mal ein paar Punkte investiert. Und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Und da würde ich jetzt langsam in der Richtung gehen. Oder wir gehen hier hin. Oder wir gehen einfach mal zum Schmied. Das ist vielleicht sogar noch besser. Wir gehen einfach mal zum Schmied, gucken, was der so alles hat. Ist wahrscheinlich wieder hier der einzige Schmied. Das war ja schon im Elysion so, also in der Episode 1 hier von der zweiten Erweiterung. Da gab es ja auch nur einen einzigen Schmied. Und ich kann mir vorstellen, hier ist es genauso. Und wir sind gerade zufälligerweise in der Gegend, weil natürlich der Palast hier ist. Ein Palast muss natürlich hier einen Schmied haben irgendwo. Oh, Stelle der unsterblichen Hengste gibt's hier. Können wir auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Was brauchst du? Ja, hier kann man wieder fröhlich verkaufen und zerlegen. Zerlegen ist halt relativ wichtig für mich, da ich ja doch die Rüstung ja immer ein bisschen aufleveln muss. Deswegen zerlege ich jetzt lieber. Ich weiß, das kann ich auch jederzeit machen. Das muss ich nicht unbedingt beim Schmied machen. Aber ich habe es mir jetzt mittlerweile auch schon so angewöhnt. Und dann bleibt es jetzt eine tolle Ausrede. Für sowas Blödes. Ja, also ich mache jetzt erstmal hier, wie ihr seht, erstmal ganz viele Materialien klar. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Nee, jetzt sind wir erstmal hier in dieser Welt gelandet. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Kein Problem. Wir hatten ja jetzt hier was in der Nähe gefunden. Ja, Stelle der unsterblichen Hengste. Da werden wir jetzt mal einen kurzen Blick drauf werfen. So, da sehen wir ein Ostragon-Rätsel und einen Schatz. Sehr weit auseinander beide. Und wir sehen Hunde. Ich glaube, die sind nicht freundlich zu uns. Und deswegen können wir gleich uns darauf einstellen, dass wir hier erstmal die Viecher erstmal versuchen. Gut, ich habe keinen Schaden gemacht. Versuchen ein bisschen hier zu verprügeln. Okay, das war jetzt irgendwie sinnlos. Ich wollte jetzt diesen schönen fetten Move machen. Aber es hat ja überhaupt nichts gebracht. Aufploppende rechts mit den Materialien, das ist halt ja, so ein Assassin's Creed Ding. Das ist immer noch die Sachen, die ich zerlegt habe. Die kommen jetzt so nach und nach rein, also da braucht ihr euch nicht wundern. Ist leider Gottes so ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt aufgrund des Erfolges dem, was ihr gerne erreichen möchte, ob man die töten muss mit, mit dieser Herausforderung. Mit dieser tollen Fähigkeit. So, jetzt mache ich mal diesen Move. Ja. Und jetzt tue ich auf jeden Fall nicht mehr die Waffe nehmen, weil die ist blöd. Das heißt, ich werde jetzt die wieder deselektieren. Also mit der Waffe sind wir auf jeden Fall schon einmal durchgegangen. Als nächstes, also ich gehe jetzt einfach von oben nach unten, würde ich dann die hier nehmen. Bei der nächsten Gelegenheit. Und hier gibt es tatsächlich wieder Ostragon-Rätsel. Ja, für ja, Freunde der geschmeidigen Rätselkunst. Ich weiß gar nicht, wann das zum ersten Mal war. Ob das bei Assassin's Creed Unity war oder schon früher.
Auf jeden Fall gibt es da immer wieder Rätsel hier. Ihr könnt es gerne durchlesen, ich mache das nicht. Ich finde, dafür sind die Belohnungen viel zu blöd. Da bin ich kein Freund. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können noch eine Quest erledigen. Und ich habe da mir schon eine ausgepickt. Und die würde ich jetzt nochmal vorlesen. Also wir spielen jetzt die Quest Verloren, aber nicht vergessen. Was könnten das für Knochen sein? Fußspuren. Sie stammen von keinem Erwachsenen. So, und damit geht's los. Erkunde den leblosen Teich. Aber die Fußspuren gehen doch genau falsch rum, oder? Erkunde den leblosen Teich. Aha, also doch hier lang. Hier gehen nämlich die Fußspuren, genau. Ich habe mich schon gewundert. Ja, irgendwie sagt es mir jedes Mal, ich soll hier hoch. Hier ist das Erkundungsgebiet. Das Erkundungsgebiet ist gar nicht mal so groß. Ich komme jedes Mal schnell raus. Aber ich frage mich, das ist komisch. Ich meine, hier gibt's ja irgendwie fast gar nichts, oder? Stelle ich mir gerade ein bisschen zu blöd an. Also hier ist ja eigentlich dieser Teich vorhanden, aber so questtechnisch wird mir eigentlich da gesagt, ich soll dahinter gehen. Und ich finde auch nichts mit meinem Adlerauge oder was auch immer das sein mag. Das ist das Erkundungsgebiet. Also man sieht es ja jedes Mal oben, steht ja Erkundungsgebiet. Hier sind wir wieder zu weit. Hier wären wir auch schon wieder zu weit. Hier wären wir auch schon wieder zu weit. Und da wären wir auch schon wieder zu weit. Also es ist irgendwie... Muss ich das hier irgendwo aufhalten, ne? Also es gibt ja bloß das hier. Aber hier kann man ja nichts anklicken. Ah, hier. In der Unterwelt? Gut, man kann sie auch dämlich anstellen. Jetzt ist natürlich der Punkt ganz woanders. Was ist das? Eine Botschaft? Ja, und die lesen wir vor jetzt. Nachricht eines Kindes. Liebe Mutter, lieber Vater, ihr habt mich nie kennengelernt und ich habe euch nie kennengelernt. Aber es ist höchste Zeit, das zu ändern. Wenn ihr diesen Brief findet, dann kommt zur Nordseite des leblosen Teichs. Dort werde ich auf euch warten. So, dann schauen wir einfach mal jetzt in die Karte rein. Wir sollen das verlorene Kind finden. Das Kind wurde zuletzt in der Mitte der verbrannten Ländereien gesehen. Also verbrannte Ländereien ist das hier, Mitte. Es ist im Westen des Ganges der Seelen herumspaziert. Ich frage mich gerade, was Gangs der Seelen ist. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Es ist im Westen. Das ist wieder so eine Sache. Also eigentlich stand da jetzt was im Brief drin von irgendwie Norden.
ne? Norden vom leblosen Teich, da wären wir jetzt, da wo ich so ungefähr hinmarkiert habe, richtig. Aber irgendwie steht das doch ganz komisch da. Eigentlich hier. Aber das ist völlig woanders. Ach, Gang der Seelen. Hier ist der Gang der Seelen. Interessant. Es ist im Westen des Gangs der Seelen. Also wir gehen einfach mal hier weiter. Gang der Seelen und dann gibt es Gangs der Seelen. Also das wurde wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler. Und der schwebt hier, das ist auch witzig. Es ist im Westen des Gang der Seelen. Im Westen. Ich glaube, wir sind völlig falsch. Weil wir gehen ja jetzt hier völlig im Osten. Also wir müssen wirklich eher hier lang. Gehen nochmal zurück. Da kommen wir jetzt nämlich genau dahin, wo wir eigentlich schon am Anfang ja in der Episode 2 Start hingekommen sind. Macht ja überhaupt keinen Sinn. So, und hier gehen wir jetzt wahrscheinlich im Westen. Ja, hier ist ja der dieser komische Teich. Hier spaltet sich's ab. Aber ob das jetzt so eher Westen ist. Also hier steht nichts mehr von Gang der Seelen, ne? Es wird einfach nur eine ganz normale Trampelfahrt sein hier. Es ist aber auch kompliziert geworden. Das war früher irgendwie einfacher hier. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ei, ei, ei. Ja, jetzt sind wir in der Nähe. Drücken wir einfach mal was. Ja, man muss ja nur in der Nähe irgendwie sein, ne? Wie ist ja Wurst, aber Hauptsache ungefähr in der Nähe. Vöbe. Was, Vöbe? Vöbe hier unten? Nee. Ist ja Vöbe? Das wäre ja mal mega Hammer. Vöbe? Oh, Vöbe, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Bist du ein Gott? Vöbe, ich bin's. Alexios. Schön, dich kennenzulernen, Alexios. Ist das dein Adler? Ich wünschte, ich hätte einen Adler. Oh, krass. Die kann sich an absolut nichts erinnern. Das weiß ich, Wilber. Das weiß ich. Was machst du denn hier? Ja. Spielen. Wieso weißt du, wie ich heiße? Puh. Ich denke jeden Tag an dich, ja. Ich könnte deinen Namen nie vergessen. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht an dich dachte. Ich erinnere mich nicht an dich. Arbeitest du für den Einäugigen? Wer ist das?
Er gab mir dieses Wasser, als ich Durst hatte. Oh. Du hast das Wasser der Lethe getrunken. Scheiße. Das ist sehr wichtig. Du musst mir sagen, wer es dir gegeben hat. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Er nahm mein Spielzeug. Du hattest einen Adler, wie Ikaros. Wenn wir den zurückbekommen, erinnerst du dich vielleicht? Nein, ich erinnere mich an alles. Glaube ich. Okay, also sie wurde, sie hat dieses Wasser des Vergessens genommen und natürlich hat sie alles vergessen. Wohin ist der einäugige Mann gegangen? Denk nach. Weißt du, wohin der Einäugige deinen Holzadler gebracht hat? Ich glaube, er sagte was über eine Grube. Die Grube der Entbehrung? Genau. Okay, also die ist ja sehr einsilbig geworden. An was erinnerst du dich sonst noch? Erinnerst du dich an irgendwas, bevor du das Wasser getrunken hast? Nein. Ich war schon immer hier. Okay, das Wasser scheint richtig reinzuhauen. Wir müssen deinen Adler zurückholen. Der Einäugige hätte dir niemals dieses Wasser geben oder dein Spielzeugadler wegnehmen dürfen. Wir holen ihn zurück. Meinst du, stehlen? Vielleicht ist das ja gar nicht Phoebe. Und die hieß zufälligerweise so. Naja, klar, stehlen. Das meine ich. Stehlen. Irgendetwas sagt mir, dass du ein Naturtalent bist. Willst du mitkommen? Du willst, dass ich mit dir auf ein Abenteuer gehe? Also gut. Dann möge das Abenteuer beginnen. Ja, begib dich mit Phoebe zur Grube der Entbehrung. Wo ist die denn jetzt? Da hinten? Du erinnerst mich sehr an ein Mädchen von Kefalenia. Warst du da schon mal? Immer nur hier. Wie war dieses Mädchen so? Oh, sie war mutig und schlau. Sie sagte immer, sie würde zu mir aufsehen. Jetzt kommen blöde Hunde, ja? Ich gehe kaputt hier, diese Scheißviecher. Ah, mein Gott. Ich versuch's jetzt wieder mit der blöden Waffe, damit ich die auch abdienzen kann hier, dass ich die nicht mehr machen muss. Aufgrund des Erfolgs. Beziehungsweise Trophäe? Hast du ihr das je gesagt? Nein. Ich wollte es. Aber dann war es zu spät. Sie wusste es bestimmt. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als ob das nicht wirklich Phoebe ist. Also sie redet auch komplett anders. Also ich weiß nicht, ob es einen Synchronsprecherwechsel gab auch noch. Es ist sehr komisch. So, jetzt nehme ich den Staub der Toten. Irgendwann verließ das Mädchen Kefalenia. Wohin ging sie? Nach Athen, wo sie sehr gemacht wurde. Von Perikles zum Beispiel. Kommt dir der Name bekannt vor? Was für ein lustiger Name. Wie ein Miese. Was ist mit Arthusa? Niemand, der sie trifft, vergisst sie. Nein, tut mir leid. Und irgendwie sieht die auch ein bisschen anders aus. Oder weil ich die halt schon lange nicht mehr gesehen habe. Das kann auch sein. Wir sind aber gleich bei der Grube der Entbehrung. So, und jetzt sind wir bei einer neuen Region sogar, Kluft der Qualen. Da können wir nochmal kurz reingucken. Also das ist jetzt quasi westlich von denen, wo wir jetzt schon hier die ganze Zeit waren. Das ist so einer der einzigen Gebiete hier, Kluft. Und dann gibt es ja hier noch dann die Klagefelder und das Masters ja schon. Gut, so. Wir sind da. Bleib lieber hier, während ich dein Spielzeug suche. Das würde ich auch sagen. Gehen runter. Navigation unter Wasser. Als ob man das nach 160 Stunden Spielzeit jetzt noch nicht so richtig Intus hat. Na? Weil man ist ja doch ein bisschen blöd. Na gut, man kann ja auch eine längere Pause machen, ne?
ist ein bisschen langsam. Also ich muss ehrlich sagen, ein bisschen langsam doof. Hier gibt es auch einen Schleier, ne? Ja. Hier können wir nicht durch. Phoebes Spielzeug wird von den Wachen des Einäugigen beschützt. Ja, schön. Wieso bekommen wir da so eine beschissene Info? Es ist doch mir egal, wer die beschützt letzten Endes. Derjenige muss sowieso fallen. So, jetzt versuche ich natürlich mit der Waffe noch ein bisschen das hinzubekommen. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt so eine lange Mission ist hier. Wow. Weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht zu risikoreich ist, was wir hier machen. Und dann können wir jetzt schon wieder die Waffe wechseln. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Aber ich will ja auch die blöde Trophäe haben. Ja, und dann haben wir ja nur noch Speere. Also eigentlich müsste ich jetzt nur noch mit dem Speer hier ein bisschen rumfuchteln. Dann müssten wir ja schon die Trophäe haben. Die lang ersehnte. Haben jetzt keinen Erfolg. Ach, jetzt. Haha. Dann schauen wir uns mal die Trophäe an, wofür ich jetzt die ganze Zeit auch noch gearbeitet habe. Nämlich vom Hauptspiel ist die, ich habe die Kraft für einen Höchstleistungsangriff mit jeder Waffenart durch. Haben 19,7% der PlayStation 4 Spieler und damit können wir auch wieder zurück zum Spiel und normal spielen, wie ganz normal. So. Damit hätten wir den ersten Riss versiegelt und ich weiß echt gar nicht mehr, wo ich bin. Also völlig den Überblick verloren. Ach, sowas von. Wurde hier schon zigmal durch die Mangel genommen. Ich glaube, wir müssen aber wieder zurück. Das Spielzeug, achso, ja. Wir sind ja, das war der Eingang. Wir müssen wieder quasi her. Ihr seht, ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme. Ich versuche jetzt, mich mal ein bisschen dran zu erinnern. Hier gibt es nichts mehr. Das ist ja hier rechts quasi. Hier gibt es nochmal ein links und ein geradeaus. Scheint alles ein bisschen heiß zu sein. Da auch ein Schatz. Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Ich weiß gar nicht, ob man gleich stirbt, wenn man hier reinfällt. Kann ich mir vorstellen, weil es ja natürlich ein bisschen heiß. Heiß ist ja nicht so gut immer. Also so vom Schaden her sind die echt ziemlich gut, finde ich die. Die sind nicht immer so scheiße. Ich versuche jetzt mal diesen wunderschönen Move hier zu machen. Und
So, damit hätten wir auch alle erledigt. Das Problem ist, bei dieser Fähigkeit, die braucht halt echt lange wieder zum Aufladen. Ansonsten ist die schon geil, wenn man so mal richtig einen Rundumschlag machen will. So, den Adler haben wir gefunden. Erinnerung nicht zurückbringt, schaffen wir neue. Gemeinsam. Alexo ist zuversichtlich. Jo. Also wieder raus. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal, bevor wir jetzt zurückgehen, mussten wir doch noch irgendwo hin. Oh, das war der falsche Raum. Okay, es hat jetzt nicht wehgetan. Das ist aber jetzt merkwürdig. Wieso tut das nicht weh, ne? Aber ja gut. Ich will mich ja nicht aufregen, dass das Spiel jetzt nicht ganz so schwer ist. Und... gehen jetzt erstmal hier lang. Da es ja doch noch einen Weg lang gab und ich gerne wissen will, ob ich da noch jetzt den letzten Riss hier finde. Beziehungsweise auch noch den letzten Schatz. Ja. Da ist der Riss. Ich muss natürlich erstmal reinkommen. Ja, jetzt können wir von mir aus gerne den Zirkus hier machen. Aber die gehen wirklich sehr, sehr schnell kalt, ne? Also, scheiße jetzt. Jetzt gehen die nach oben, während ich meine Fähigkeit habe. Alter, wie mich das jetzt ankotzt. Ja, und jetzt ist meine Fähigkeit leer und jetzt kommt ihr und wollt mich platt machen. Das ist mir schon klar. Ist alles nur Beschiss hier. Leute. Ihr seid auch völlig beknackt. Ja. So, auch nochmal. So was Beklopptes hier. Dich noch und dann war's das. Oh. Wow. Bin ich jetzt fast gestorben? Nein, oder? Ja. Ja, damit hätten wir alles hier geschafft, was eigentlich beim Ort zu holen gibt, bei der Grube der Entbehrung. Bis auf diesen Schleier halt wieder. Den können wir natürlich nur durchgehen, wenn wir irgendwelche Rüstungsteile haben oder was auch immer. Irgendwas brauchen wir. Irgendeine Erlaubnis. Da werden wir also nochmal hierher kommen. Aber nur bis zu einem bestimmten Winkel. Weiter rein brauchen wir ja eigentlich nicht. So, und dann bringen wir mal den Adler zur Vögel und dann schauen wir mal, was sie jetzt gleich sagen wird. Schon alles dunkel hier. Kann man hier eigentlich hier hoch wieder? Ja. Das wäre natürlich jetzt auch wieder so ein Witz gewesen. Ach, rein ins Licht. So ist es richtig. Obwohl mich das echt wundert, dass hier so viel Licht reinkommt. In einer Gegend, wo doch Licht relativ wenig ist. Na gut, wenn es natürlich auch dunkel ist. Da ist sie. Quatschen. Komm. Mein Adler. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier, nimm ihn. Erinnerst du dich an irgendetwas? Nee, glaube ne. Alexios? Oh. Ja, das ist mein Name. Gut, Phoebe. Krass.
Ich bin hier. Dieser Vorwurf. Alle haben mich einfach verlassen. Das ist wie Salz in der Wunde. Markus, Aspasia, selbst du. Was stimmt mit mir nicht? War ich nicht gut genug? Scheiße. Also, nichts stimmt mit dir nicht. Ja. Oh, Phoebe. Mit dir ist alles in Ordnung. Erwachsene sind selbstsüchtig. Dumm. Wie wertvoll ein Mädchen wie du ist, wird ihnen erst bewusst, wenn es nicht mehr da ist. Wie meinst du das? Ja, sag mir, woran du dich erinnerst. Woran erinnerst du dich? Sag es mir. Herikles lag im Sterben. Wer noch nicht krank war, musste Athen verlassen. Ich dachte, ich wäre allein. Ich war immer allein. Und dann... Es tut mir so leid, Phoebe. Ich bin... Wo sind die goldenen Gefilde? Du meinst das Elysium? Ich war dort. Es war wunderschön. Doch dann kam ich hierher, um meine Eltern zu suchen. Du bist in die Unterwelt gereist, um deine Familie zu retten? Das ist sehr mutig. So wie du auszogst, deine zu finden. Aber meine braucht mich noch. Ich sollte zu ihnen gehen. Phoebe, du hast eine Menge durchgemacht und deine Eltern nie getroffen. Es ist nur verständlich, dass du nervös bist. So ging es mir auch. Ich wäre nicht aufgeregt, wenn du mit mir kämst. Ach, wo sind deine Eltern? Bevor wir irgendwo hingehen. Wo sind deine Eltern? Ich folgte einem Hinweis. Wer von seinen Liebsten getrennt wird, dem droht das Rad des Ixion. Vielleicht wurden sie von mir getrennt. Wie geht es dir? Ist dir wirklich gut? Nein. Aber ein Söldner brachte mir bei, mutig zu sein. Selbst wenn ich traurig bin. Also bin ich mutig. Wann bist du ins Elysium gekommen? Die Reise ins Elysium kann ganz schön beschwerlich sein. Weißt du, wie lange du dort warst? Ich wachte auf einem Boot auf. Überall Wolken. Dann waren da Licht und goldene Felder und Wasserfälle. Nur die tapfersten Krieger dürfen dort sein, weißt du. In die Unterwelt hinabzusteigen ist der Beweis, dass du deinen Platz unter ihnen verdient hast. Oh, ich weiß nicht. Es wäre mir eine Ehre, für dich da zu sein, wenn du deine Eltern triffst. Uiuiui, ui, ui. Das war die Quest. Verloren, aber nicht vergessen. Und hier kommt ein blöder Hund, den wir jetzt erstmal legen müssen. Ja. Also, wieder eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache wieder hier. Ich würde aber erstmal den Hund erledigen. Bevor ich jetzt weiterrede. So blöden Hunde. So. Das hätten wir jetzt geschafft. Also, Phoebe wartet eigentlich jetzt auf uns. Und wir sollen die ja jetzt begleiten. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich sag's so, wie es ist. Wie die Zeit ist schon wieder um. Ist ja krass eigentlich, wie schnell das hier geht. Ja, Phoebe, es ist, wer mich natürlich schon eine Weile gesehen hat hier in den ganzen Folgen, weiß, dass das so ein bisschen meine Achillesferse ist. Da kriege ich immer ein bisschen wässrige Augen, weil Phoebe, der Tod von Phoebe, ich weiß gar nicht, ob man den hätte verhindern können. Ich vermute sehr stark. Das war doof. Damals. Sie ist halt wirklich gestorben. Er war echt mega tragisch. Und echt, ich habe mir selber übelst lange Vorwürfe gemacht und jetzt kommt halt wieder was in der zweiten Erweiterung und es ist wie Salz in den Wunden. Das ist schon schwierig, sage ich jetzt mal. Aber gut, da müssen wir jetzt durch, denn wir wollen ja natürlich die zweite Erweiterung durchspielen und vielleicht helfen wir dann Phoebe. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden also in der nächsten Folge die Geister einer jungen Kriegerin spielen. Ja, und dann wahrscheinlich andere Quests hier noch in dieser komischen Welt. Wir werden natürlich einiges noch machen, einiges sehen, einiges ausprobieren. Vielleicht auch mal
Hier gibt es auch sogar den Giftmischer von Athen. Aha. Den Gefallenen, den müssen wir ja auch noch hier bekommen. Und da sehe ich zumindest einen. Also wir haben wirklich relativ viel zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vor lauter Dummheit nicht wissen, was wir jetzt machen. Es ist vollgepackt, die zweite Erweiterung, das merkt man. Die Welt ist ein bisschen kleiner, aber ich glaube von der Mission her ist es nicht weniger als im Vergleich zu Episode 1. Hier sehen wir auch noch einen neuen Tab, sehe ich gerade. Gefallene. Aha, der Giftmischer. Gefallene Wächter, gefallene Kultisten und gefallene Vollstrecker. Okay, also die werden wir jetzt alle noch anscheinend erledigen müssen im Laufe der Episode 2. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr seid am nächsten Video auch dabei. Vor allen Dingen, wenn wir hier gleich das mit Phoebe weitermachen werden. Also Folge 111 einschalten. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gerne ein Like geben. Ansonsten wie immer diesen Channel hier abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.